Endlich bin ich da. Mugello, die Rennstrecke für den Test mit dem MotoGP Technology ausgerüsteten Badlegs BT016 Pro, liegt vor mir. Ob er und ich Freunde werden, wird sich zeigen. Daumen hoch und los geht's. Ich freue mich auf entspanntes Fahren am Limit. Letzter Blick zurück und es wird sich zeigen, ob der Pro und ich Freunde werden. Die erste Runde bestätigt meine Vermutung, dass die Silica Rejects und RC-Polymer-Technologien ganze Arbeit leisten. Schon in kaltem Zustand beweist der Reifen, dass er ein Vollblut-Racer ist. Er ist von Anfang an und über einen großen Temperaturbereich einsatzfähig. Das Umlegen in den Ecken geht sofort leicht von der Hand, kein Einklappen des Vorderrads und ab der dritten Kurve ist er voll dabei. Gerade erst angefahren, verzahnt sich die 3LC Dual Compound optimierte Lauffläche mit dem Asphalt und will beweisen, dass sie es drauf hat. Der Bridgestone BT16 Pro ist für mich wieder der Favorit, weil ab der ersten Runde stabiles Einlenken, kontinuierliches Fahrverhalten, Grip im kalten Zustand, Grip im heißen Zustand, kein Schlenkern des Fahrzeuges, also in Ecken rausbeschleunigen. Erster Platz, also Bridgestone. Die Curbs kommen näher, schmerzbefreites Angasen und Stabilität in allen Lagen lassen mein Herz im angenehmen Rhythmus seinen Dienst versehen. Also der Beste, sag ich mal, auf der Rennstrecke ist der Bridgestone, definitiv. Also der ist einfach straffer, härter als die anderen. Ist wohl wahrscheinlich die Karkasse, die ein bisschen straff ist und gibt dadurch eben auf der Rennstrecke, er pumpt weniger. Das heißt, man kann da wirklich schön ans Gas gehen und alles picobello. Also sagen wir die ersten zwei Tage, wie gesagt, waren sehr extreme Bedingungen und die GSXR hat ja auch sehr ordentlich Leistung, also von daher sind wir sehr verhalten gefahren, beziehungsweise in den Bedingungen einfach angepasst und da haben alle Reifen einfach funktioniert. Da gab es also keinen Ausreißer nach oben oder nach unten. Gibt es so kleine Nuancen, was das Einlenken betrifft. Das haben wir jetzt heute auf der Rennstrecke, waren da etwas deutlichere Unterschiede festzustellen, weil halt einfach ja jetzt die Reifen auch mal gefordert waren. Und hat sich aber im Wesentlichen auch gezeigt, alle Reifen funktionieren auf den Motorrädern. An erster Stelle würde ich den BT016 Pro setzen, weil er wirklich sehr neutral ist und allem, was der Fahrer eigentlich möchte, wirklich auch folgt ist. Auf der Bremse und in den Schikanen bleibt kein Wunsch offen und kein Auge trocken. Vorbei an der Slick-Fraktion sind der Pro und ich endlich ein Team. Start und Ziel lockt mit Vollgas. Der Pro lechzt nach der nächsten Runde und bettelt mit Gib mir mehr förmlich um das Fluten der Zylinder. Wohlbehalten zurück ist eins klar, der Pro und ich sind Freunde geworden.
Alles, was das Herz begehrt, ist in diesem Reifen vereint. Die Profiltiefenmessung nach 2600 Kilometern lässt das Herz der Straßenfahrer höher schlagen und beweist, dass gleichbleibende Performance und Langlebigkeit dank Nano-Protec-Technologie kein Fremdwort mehr sind.